und herzlich willkommen aus dem Zoo der Minis in Aue. Wir stehen heute hier vor unserer Südamerika-Kombi-Anlage. Da sind also die Weißbüschelaffen und die Zwergmaras drin. Und die Weißbüschelaffen, die wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen. Deswegen habe ich auch das Stück Holz hier mit. Das ist von dem alten Gehege, wo die Weißbüschelaffen früher drin gewohnt haben. Und da kann man sehr schön dran erklären, was der Weißbüschelaffe eigentlich den ganzen Tag macht, und zwar das Gehege zerstören. Deshalb sind sie auch hier reingezogen mittlerweile. Man sieht überall an diesem Holzstamm, sage ich mal, diese Fraßspuren von den Weißbüschelaffen. Und da kommen wir dann auch dazu, in freier Natur nagen die Bäume an. Dort läuft dann also Baumsaft heraus und den trinken die. Das ist ja fast deren Haupternährungsbestandteil oder Nahrungsbestandteil ist also diese Baumsäfte, von denen die in Südamerika leben. Bei uns gibt es neben dem Baumsaftersatz natürlich auch Obst und Gemüse und als ganz besonderen Leckerbissen auch Insekten. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen mal, ob sie Appetit auf ein paar Leckerbissen haben. So, jetzt sind wir also im Gehege angekommen und wie man sieht, wir werden auch gleich belagert. Die Weißbüscheläffchen oder eben Pinseloheräffchen, ne, wo der Name herkommt, ergibt sich am Aussehen der Tiere. Die können auch ganz schön aufdringlich werden. Ja. Ich habe also hier jetzt die Mehlwürmer als Leckerbissen für die Äffchen und man sieht, da sind die dann auch ja, Feuer und Flamme. Wir haben insgesamt 8 Tiere hier aktuell und davon ist eins ein Alpha-Pärchen. Das ist das Paar, was sich fortpflanzt. Der ganze Rest sind Jungtiere von denen, die sich also auch an der Jungtieraufzucht dann wiederum beteiligen. Man kann sich das also wie eine Großfamilie vorstellen. Die Jungtiere lernen dann hier also auch, wie funktioniert das, Jungtiere aufziehen, worauf muss ich achten, ja, was muss ich beachten. Und wenn die dann alt genug sind in freier Natur, verlassen die oft selbstständig die Gruppe und finden dann wiederum einen Partner, mit dem sie sich dann eben auch verpaaren und ja, selbst wieder eine Familiengruppe bilden. Jetzt könnte man natürlich fragen, na Moment mal, die könnten sich ja auch hier fortpflanzen. Das passiert aber nicht, denn die Elterntiere, das Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen, die geben die ganze Zeit Duftstoffe ab. Das riecht man auch, wenn man hier nah dran ist. Und die wiederum verhindern, dass die Jungtiere sich fortpflanzen können. Ja, Kollegen, genug gegessen? Noch nicht? Gut. Ein Imbiss gibt's noch. Und dann hören wir aber auf, sonst werden sie kugelrund, das wollen wir natürlich nicht. Und verabschieden uns allesamt aus dem Zoo der Minis in Aue. Wiedersehen!